Wow. That was fast. Schau mal, wie süß. Hallo. Wollen Sie Rose kaufen? Rose? Entschuldigen, Sir. Sagen Sie was? Hello. Hello. Ah, jetzt höre ich dich. Gut, gut, gut. Also, meine lieben Freunde. Räucherstäbchen, Bewegungssensor, Thermometer, alles was wir sowieso machen. Oh, das kriegt man alles hin. Susan Miller ist auch ein Gruppengeist. Woo! Oh, juhu! Diese Begeisterung, geil. Jemand hat sein Krönchen nicht... Achso, einer hat sein Krönchen schon aufgesetzt. Ich wollte schon sagen. Okay, warte mal. Ellie hat wieder das EMF-Gerät noch zusätzlich, oder? Nee. Okay, ich nehme EMF. Ja. Ah, fuck, okay, warte. Ich bin soweit. Dann nehme ich stattdessen Buch. Kamera und Stativ? Ja, komm, mal, hol dich dann danach. Okay. Let's fetz! Ihr da hat sein Thermometer! Woo! Piu, 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 wie so Phaser. Piu, piu, piu. Ja, man hat schon irgendwie so ein paar Star Trek Flashbacks. Wo ist eigentlich jetzt? Jedes Mal vergesse ich, nach dem blöden Ding zu gucken. Auf der Karte. Ach, wir finden's. So. Hallo! Hallo, Geist, wir kommen jetzt mal in deine Bude. Die muss man immer nach außen aufmachen. Ja, ja. Das Ding ist im Erdgeschoss. Warum? Ich hab zumindest einen Stromkasten. Bitte? Ich habe einen Stromkasten. Ah, oh, ich hab die Voodoo-Puppe gefunden. Ja, die geht, die rennt zum Geist, wenn man die irgendwie wirft. Was? Ja, die soll zum Geist laufen irgendwie. Zum Geist fallen. So, Richtung Raum. Wenn sie wirft. Hier sind auch ganz andere Häschen und so Shit, ey. Wo bist du? Du musst Funk. Ich bin hier hinten. Ja, Funk. Da drinne und dann hinten links ist die Voodoo-Puppe auch. Also ich denke mal, es ist nicht im Untergeschoss. Also es gibt hier keine Trimatoren jetzt im Untergeschoss. Ja. Boah, diese tickende Uhr, die macht mich wahnsinnig. Ja, ne? Die ist nervig. Ja, Halleluja. Ja, und Licht aus. Da kommt ja richtig Freude auf. Licht wieder an. Licht wieder an. Und wieder aus. Ich sag mal, Freund. Nee, ist doch an. Nein, ist an. Was? Oh, hier ist noch eine Voodoo-Puppe, Leute. Ah, okay, das. Ja, ja, das Bad hatte irgendwie kein Licht, komisch. Gehen wir mal auf hier. Oha, kann doch nicht sein, dass wir hier unten nirgends was haben. Alles abgecheckt? Krass. Ja. Knochenbeweis. Oh ja, sehr geil. Fotografieren. Auf der Treppe oder wo? Ne, hier in dem... Alle bitten. Bist du oben? Hier drüben. Hier, 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 Schatz. Alicia ist in dem... Also in oben, ah, da wo ihr jetzt gerade reinlauft. Nein, wo ich reinlaufe. Nein, hier ist... Ah, da ist der Geist und da drüben ist der Beweis. Oh, hier ist Geist, ja.
drüben ist der Knochenbeweis gegenüber. Okay, okay, da weiß ich Bescheid. So, jetzt schmeiß ich erstmal alles hin. Schreibe ins Buch. Dann hole ich jetzt Kamera und Video. Fotoapparat. Ja. Oh? Na, guck mal, direkt neben dem Ausgang. Voll gut. Ja, vor allem müssen wir die Treppe wieder runter stolpern, ey. Ah, es wird lustig. Oh Mann. Stay alive, stay alive. Hm. Dum, ba, dum, ba, dum, dum, ba, dum, da, da, dum. Ich komme mit meinen Kruzis nach. Die Kruzis. Ja. Okay, hier oben hat das Licht schon mal gewackelt, Alter. Nicht gewackelt. Geflackert. Danke. What the fuck? Ach, der spielt seit heute auch Phasmo, er ist übelster Angstschisser. Gib uns ein Zeichen. Ah, wir müssen das Licht noch ausmachen. So. Okay. Ich hol UV. Geil. Gleich mal eintragen. Jutti. Jutti. Vergessen Räucherstäbchen und Feuerzeug nicht. Warte, erstmal das UV. Ja. Weil ich brauche ja zwei Hände frei wegen der Foto. Oder muss ich gar kein Foto machen? Nee, muss ich gar nicht. Ja, lol. Warte. Dann nehme ich jetzt das Feuer. Ach, okay. Ellie macht schon. Ja. Weißt wie? Ja, dann kannst du Räucherstäbchen mitnehmen. Ja, ich weiß. Cool, okay, okay. Dann nehme ich jetzt die UV und die Kamera. Räuchert die Bitch aus da oben. Ich bring dich um. Aber es ist doch schon tot. Hatte Nathanus auch? Entschuldigen Sie. Ich wollte es gerade sagen. Was? Ellie wollte es auch gerade sagen. Ach so. Macht der Mann bis Dampf unterm Hintern da drüber. Hat das Räucherstäbchen gezählt? Ach nee, guck, Ellie, nimm mal das Räucherstäbchen wieder in die Hand. okay. You can do it. Okay. Ja. Und dann drückst du F und G. Yeah. Ja. Hat gezählt? Alle Tasks. Perfect. Ja. Jetzt müssen wir nur noch Beweise sammeln, zwei Stück. Das heißt, das Räucherstäbchen müssen wir gleich wieder aus dem Raum schmeißen. Kannst du die Wurst rausschmeißen? Die Räucherwurst? Ja, weil sonst blockiert die unsere Box. Oder die Interaktion. Gib uns ein Zeichen. Ich kann es gerade nicht. Ich gucke gerade kurz nach Fingerabdrücken, aber hier ist nichts.
Wasser. Wo bist du? Redet lokal. Hm. Reagiert nicht. Also der Geist möchte nicht mit mir umdrehen. Hast du es ausgemacht? Bist du hier? Er hat halt bei 50% Sanity. Bist du hier? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Nichts erkannt, okay. Ich glaube, Box ist tatsächlich keine Chance. EMF. Soll man Smarty futtern, Ellie? Schreib ins Buch. Probieren wir es nochmal und warten kurz. Achso, ja, Fotoapparat. Du vielleicht auch mein Team, mein Schatz? Schmarti. Oh, mit den Lichtern plötzlich. Und? So ein Lurch, ey. Darf ja wohl nicht wahr sein. Was bildest du dir ein? Kaum ist mal raus, macht er das Licht an. Jetzt hier mit Kindern, wenn du aus dem Raum rausgehst. Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten? So viele. Nicht viel, jedenfalls. Wow, so gefühlt viel. Alles. Ja. Oh, ich hab grad. Ja, Bewegungssensor. Ja, da wieder. Aber schreibt nichts ins Buch, ne? War jetzt auch nur auf 2 oben. Okay, gehen wir nochmal hoch. Warte mal, hab ich alles? Ich hab jetzt. Ich nehme mal diese Lichtschranke. Ah, nee, die Lichtschranke hat, glaube ich, hauptsächlich blockiert, dass der was macht. Ja. Den kann man aber. Ah, warte, das kann man unten an die Treppe dran machen, falls er huntet. Ja. Vielleicht haben wir dann Glück. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Rede. Wie war der Name? Susan Miller. Susan Miller, gib uns ein Zeichen. Rumlaufen. Ich lege auch mal kurz die Kruzi so ein bisschen anders hin. Okay, so. Immer noch keine. Wow. Da ging eine Tür auf, gell? Aber keine Abdrücke. Eure Aktivität ist jetzt endlich mal bei 4. Jetzt wird sie langsam aktiv. Bitte schreib ins Buch. Don't be shy.
Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Come on. Mach irgendwas. Mach was. Come on. Läufst du schon mit der Box herum? Nee, also da antwortet sie gar nicht drauf. Ich positioniere nochmal. Ups, jetzt ist das falsch rumgefallen. So. Ich positioniere mal das Buch ein bisschen weiter so. Schreib ins Buch. Wir haben hier immer noch 4 Grad. Okay, das ist. Sind wir vielleicht noch im falschen Raum? Nee. Nö, nö, sind schon richtig. Weil einmal ist der Geist tatsächlich gewandert. Das war ganz komisch. Gar nichts. Weder Box noch EMF noch Buch. Fingerabdrücke habe ich auch keine gesehen. Wir müssen die echt angry machen. Ich sehe es kommen. Susan Miller. Bist du hier? Susan Miller, bist du hier? Wo ist es? Ah, das ist da drin. Das ist da drin. Das Radio da drinnen. Aktivität ist nur 1%. Also nur ein. Ja, ja, das Radio hier drin ist losgegangen. Okay, ich hab's ausgemacht. Seine Sanity ist bei 30%. Oh. Phantom war, dass das schnell runtergeht, aber man kann ihn auch wegknipsen dann. Zeig dich! Susan Miller, zeig dich! Schreib ins Buch. Come on. 2 Minuten. Also wir haben alle Tasks erfüllt, aber... Wir müssen halt echt rauskriegen, was es ist. Dann richtig gut Geld und Experience. Ja, guck mal, da passiert ja gar nichts hier. Passiert einfach nichts. Alter, wie schnell ist meine Sanity runter? What the fuck? Notfalls locken wir auf gut Glück Phantom halt ein. Nee. Bei so viel Auswahl, Alter. Oh, da drinne. Ging das Licht aus? Das wackelt. Noch nichts im Buch, ey. Echt nichts, ey. Susan Miller, zeig dich. Ja.
Susan Miller. Susan Miller. Come on. Susan Miller. Miller, Susan. Susanne. Was hat Ellie gemeint? Und raus. Susi. Damn. Nichts passiert einfach. Ich dachte, das wäre anspruchsvoll. Ist ja eigentlich fortgeschritten, ne? Wow. Ja. Wenn ich sehe, was andere da manchmal haben. Wir sagen sogar deren ihren Namen und die machen was. Ne? Susan Miller. Zeig dich. Oh, das Buch, Buch, Buch. Endlich. Endlich. Wow, ey. Ist doch noch Schädel, Junge. Was war der Unterschied? Guck mal kurz. Jure ist Gefriertemperatur. Also okay, jetzt geht's los. Scheiße. Ah, da ist sie. Oh Gott. Oh, ich hab mich grad. Ellie, wir kommen raus. Oh. Ich hab mich grad vor dir selbst erschreckt, weil ich mich weiter weg verstecken wollte. Ich hab mich von deiner Hose erschreckt, Alter. Ich hab die gehört. Also, das ist so shade, weil wir haben keine Gefriertemperaturen. Oh, hast du sie auch gesehen? Hat jemand von uns das Foto hingekriegt? Oh nein. Aber wir brauchen auch kein Foto. Ja. Warte mal, was war Shade? Alter, guck mal, meine Sandy hier. Holy Macaroni. Alter. Was ist es jetzt? Shade schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Na, aber Jurei, wer hat vier Temperaturen? Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Aber der hat gejagt. Und es ist ein Gruppengeist. Sieh auf die Tafel. Gut, dann locken wir Jure ein und hoffen, dass wir die Gefriertemperaturen übersehen haben. Weil wir haben ja auch kein EMF Level 5 gehabt jetzt. Nö. Und er war ja eigentlich schüchtern, weil der Jure, der geht ja richtig ran und er hat uns ja jetzt eigentlich gar nichts getan. Also ich glaube, es ist ein Shade. Shade. Wir hatten doch, oh. Shade wäre Box, ne? Ja. Ja. Nee, EMF Level 5. Okay. Ja, gar aber das war ja nichts, ne? Ja, ich glaube, Gefriertemperaturen wären eindeutiger gewesen. Ja, schon. Boah, wie das. Das war diese alte Schrulle. Das ist diese hässliche alte. Also, ich bin für Shade. Na da gut, machen wir Shade, ich vertraue euch.
Yeah. Siehste mal.